Deutschland der Exportweltmeister. Maßgeblich sichern Produktion im Inland und starker Außenhandel den Wohlstand in Deutschland. Außenhandel mit Ländern der EU und mit den USA. Statistisch hängt jeder vierte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik am Export. Trotzdem haben Bevölkerung und so mancher Europapolitiker Vorbehalte vor TTIP. Besonders Verbraucherschutz und Arbeitsplätze stehen im Zentrum der Diskussion. Für Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln bietet das Freihandelsabkommen für die deutsche Industrie weitaus mehr Chancen als Risiken. TTIP kann zwei Dinge machen. Es kann zum einen dafür sorgen, dass die tatsächlichen Zölle niedriger werden. Und TTIP kann mit dazu beitragen, dass die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, die in Summe noch mal deutlich mehr kosten als die Zölle selber, dass die verträglich abgesenkt werden. Das sichert letztendlich Arbeitsplätze, nicht nur bei großen, sondern auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Zum Beispiel die 780.000 Jobs in der deutschen Automobilindustrie. Hier machen ohne TTIP unterschiedliche Standards in den USA und in Europa das Exportieren heute noch schwer. Sie können das sehen, wie die Unterschiede sind in den einzelnen Produkten, sei es die Stoßstange, sei es der Instrumententafel-Querträger oder sei es auch der Außenspiegel. Sie sind so unterschiedlich, dass Sie sie zweimal entwickeln müssen und auch zweimal in verschiedenen Maschinen herstellen müssen. Das könnten wir wesentlich vereinfachen und würden sehr viel Geld sparen und auch sehr viel Zeit sparen. Verbraucher in den USA und in Europa könnten so günstiger einkaufen. Ein weiteres Beispiel: Medizintechnik. Hier werden Investitionen in innovative Geräte gebremst durch hohe Kosten. Diese entstehen durch anfallende Zölle und notwendige Doppelzulassungsverfahren in Europa und in den USA. Hier würde TTIP vereinheitlichen. Industrie und Wirtschaft fordern daher eine sachliche Diskussion über Chancen und Risiken von TTIP. Die Potenziale des Handelsabkommens beinhalten zu deutliche Vorteile für den Standort und für den Verbraucher. Denn Mehrkosten in Handel und Wirtschaft zahlt letztendlich der Konsument.